Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Es ist wieder Haulzeit, mein allererster Haul in diesem Jahr. Ich habe es jetzt eine ganze Weile nicht geschafft, in den Action zu kommen. Dafür, ja, hat es so richtig viel Spaß gemacht, ganz geruhsam durch die Regale zu schlendern und mal zu schauen, was es so, ja, neuen Artikeln gibt. Ich hatte gehofft, so ein bisschen was für den Frühling zu finden, aber naja, das dauert noch etwas. Dafür ist ganz viel für den Valentinstag ausgestellt. Auch in der Bastelabteilung habe ich so ein, zwei tolle Sachen gefunden. Ja, Verbrauchsartikel, klar, die muss man ja immer mitnehmen. Und auch bei Stampin' Up bin ich wieder fündig geworden. Wenn ihr wissen wollt, was ich so Schönes gekauft habe und Spaß dran habt, dann bleibt dran. Ich nehme euch gerne wieder mit. Gleich in der ersten Abteilung, wo die Wochenangebote liegen, bin ich fündig geworden. Einmal mit diesen Zwiffertüchern, der Nachfüllbox hier, 10 Stück für 3,99. Die gab es auch noch in einer etwas kleineren Abpackung mit dem Stab. Den habe ich aber und von daher, ja, reicht mir immer so eine Nachfüllbox. Hier habe ich nicht ganz so drauf geachtet. Ich habe hier welche mit Duft erwischt, speziell jetzt in meinem Fall Lavendel und einer Blume, die ich nicht so identifizieren kann. Wer da doch etwas, ja, duftempfindlich ist, der sollte etwas besser drauf achten als ich. Ich muss jetzt mein Haus hier mit Lavendelduft putzen. Aber gut, ja, man hätte einfach ein bisschen genauer hinschauen können. Dann gab es diese Bleistifte für 54 Cent. Richtig cool. Ich mag die total gerne. Die habe ich auch letztes Jahr schon ziemlich häufig gezeigt und präsentiert. Bis dato war die Qualität total in Ordnung. Auch diese Schaumstoff, ja, Teilchen hier mag ich richtig gerne. Schont immer ein bisschen die Finger. Den Radiergummi, ja gut, den benötige ich jetzt nicht allzu oft. Aber wenn man doch mal ganz schnell etwas radieren muss, dann hat man eben halt einen dran. Ja, davon habe ich mir gleich mal ein paar mehr mitgenommen. Und auch diese Buntstiftbox. Hier sind Premium-Qualität, 30 Stück sind hier drin. Für 1,50 € glaube ich jetzt. Ich habe das Ganze schon mal ausgepackt, die Folie hier abgemacht. Von außen doch recht unscheinbar, war jetzt nicht so richtig zu sehen, was da an Farben so drin ist. Und beim Öffnen muss ich echt sagen, ich war total beeindruckt. Richtig schöne Farbauswahl. Ich wollte den Jonah seine Federtasche wieder aufrüsten, da von der Weihnachtsmalerei doch einige Farben arg gelitten hatten. Aber ja, hier ist wirklich einiges an Farben in dieser kleinen Kiste drin. Können wir ja noch mal schnell ausprobieren. Jetzt mal ein bisschen kräftiger aufdrücken. Finde ich total in Ordnung. Und die Farben, die der Jonah jetzt nicht benötigt in seiner Federtasche, die kann man ja hier zum Kolorieren immer gebrauchen. Also wie ihr seht, ich habe jetzt wirklich richtig kräftig aufgedrückt und die Spitze hält und die Farbabgabe ist wirklich super. 1,49 € oder 1,50 €, richtig guter Preis. Ach, die Blöcke, jetzt habe ich ihn wieder weggelegt. Davon habe ich mir auch wieder einige, ja, als Nachschub mitgenommen. Ich bastle ziemlich häufig damit, seht ihr auch in meinen Videos, aber auch zum Vorbereiten von Schablonen nehme ich dieses Papier richtig gerne. Das hier ist schon mal das nächste Projekt. Das ist das Kofferalbum. Da warten schon sehr viele drauf. Jetzt geht es langsam los damit. Und gerade wenn man so Schablonen oder ja Projekte vorbereitet, dann braucht man immer einiges an Papier. Die Qualität ist total in Ordnung. Und von daher, ja, habe ich mir da wieder einige Blöcke nachgekauft. Haushalts- und Verbrauchsartikel kaufe ich auch immer ganz gerne im Action. Dieses Mal habe ich diese Mikrofaserreinigungstücher hier mitgenommen. 30 x 30 cm, so ein Tuch, 4 verschiedene Farben für 99 Cent. Dann habe ich wieder mal Waschmittel mitgenommen für 1,99, 1,5 Liter. Ich persönlich kann da jetzt nichts Nachteiliges von berichten, gerade so für Jeans und dunkle Sachen. Es ist richtig gut. Und ich habe eine neue Handseife mitgenommen. 1 Liter für 1,35 €. Gibt es, glaube ich, noch im Rosenduft. Ich fand diesen Duft hier aber richtig schön sanft und entspannt. Und darum habe ich das mir ausgesucht.
Die Mimi liegt mir schon eine ganze Weile in den Ohren. Ich soll doch mal schauen, ob es nicht in unserem Action auch diese Jade-Roller gibt. Sie sieht es bei ihren Beauty-Damen immer auf Instagram und auf Facebook zum Einmassieren von Gesichtsmasken, vom Auftragen vom Primer, aber auch zum Massieren. Ich habe meinen gleich mal ausgepackt und ein bisschen damit rumgespielt. Ich habe ja nicht allzu viel Ahnung davon, was man damit alles so anstellen kann. Aber die Mimi hat mir versprochen, wenn ich mit diesem Haul hier fertig bin, dass ich eine Massagestunde bekomme und sie mich da richtig schön verwöhnen möchte. Und von daher freue ich mich mal schon riesig drauf. 1,99 Euro. Einer für die Mimi und einer für mich. Ich habe mir gleich mal noch ein paar Gesichtskuren mitgenommen. Die habe ich ja auch schon ganz oft gezeigt. 2,95 Euro. Etwas klebriger in der Konsistenz, aber ich komme mit denen hier super gut klar. Und diese Variante habe ich so noch nicht gesehen. Die habe ich mir aber mal mitgenommen und möchte das Ganze auch mal ausprobieren. Dann brauchten wir auch mal wieder neue Zahnpasta. Die kaufe ich auch immer ganz gerne im Action. 1,29 Euro gibt es auch ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen von. Dann hatte ich eine Anfrage bekommen, ob ich diese schwarzen Reinigungstücher gar nicht mehr kaufe. Ich zeige die ja gar nicht mehr in meinen Hauls. 30 Stück für 1,78 Euro. Doch, ich kaufe die immer noch. Das ist ein Standardartikel. Der landet immer wieder irgendwie in meinem Korb. Ich persönlich mag sie immer noch nicht, weil sie immer noch schwarz sind, aber die Mimi mag sie sehr und so verschieden sind die Geschmacksrichtungen, aber doch, die kaufe ich immer noch. Dann habe ich wieder mal ein paar Socken mitgenommen oder in diesem Fall sind es drei Paar Socken für 2,59 Euro und ich muss sagen, unser Kater freut sich auch wieder. Für 74 Cent gab es jetzt endlich wieder diese Leckerlis. Ein neues Leckerli für mich habe ich auch ausprobiert. Diese Maiskörner geröstet und gesalzen, mega lecker. Die Tüte kostet 69 Cent. Aber ja, alles was lecker schmeckt, hat natürlich auch einen Haufen Kilokalorien. Aber ab und zu kann man sich sowas Leckeres auch mal gönnen. Etwas unscheinbar, aber richtig cooles habe ich in der Bastelabteilung gefunden. Erst habe ich mir gedacht, ach nö, Glitzerstifte nicht schon wieder, ist jetzt nicht ganz so meins, aber beim genauen Hinschauen habe ich gesehen, das sind Outline-Marker. Richtig cool. Innen drin Silber und außen drum ist die Farbe, die die Kappe hat. Ich habe das Ganze auch schon mal ein kleines bisschen ausprobiert. Ich denke mal, das kann man ganz gut sehen. Man muss, bevor man diesen Stift benutzen kann, ihn wieder mal vorpumpen. Meinen schwarzen habe ich jetzt schon vorgepumpt. Ich werde mal hier gleich auf meinem Cover ein bisschen rummalen. Ich denke, das kann man sehr gut sehen. Aber auch wenn man eine ganze Weile damit rumgeschrieben hat und ja, gemalt hat, muss man wieder mal nachpumpen. Dann kommt gleich einiges mehr an Farbe raus. Dann wollen wir noch eine andere Variante hier versuchen. Der ist auch schon vorgepumpt. Nehmen wir mal lila. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht. So sieht er aus, wenn er ganz neu ist. Also 1, 2 Mal mehr hier vorpumpen und dann kann es auch schon losgehen. Der ist jetzt noch sehr lila. Jetzt kommt das Silber auch. Richtig cool, gerade so zum Gestalten von Alben, aber auch von Karten. So ein paar zusätzliche kleine Highlights gesetzt. Coole Sache, die werde ich mir, wenn sie beim nächsten Mal noch da sind, bestimmt noch mal mitnehmen. Gekostet haben die 1,59 Euro und diese vier verschiedenen Farben habe ich gefunden. Einmal diesen roten, lila, Flieder und ja, Mint oder Türkiston. In der Bastelabteilung die Fächer mit den Standschablonen und Embossing-Foldern waren voll bestückt, auch noch mit ganz vielen Modellen aus dem letzten Jahr, aber ich
finde die richtig klasse. Die gab es ja lange, lange Zeit nicht mehr. Da sind bestimmt ein paar Restbestände jetzt aufgetaucht und werden abverkauft. Und ganz hinten in der Ecke gab es diese neuen Stanzen hier. Drei verschiedene Randstanzen in einer Verpackung. 1,30 Euro oder 1,40 Euro, glaube ich, kostet so eine Schablone. 7 verschiedene Varianten habe ich gefunden. Wenn ich dem Gespräch der Damen hinter mir richtig gefolgt bin, gibt es davon 8. Ganz genau weiß ich das aber nicht. Die finde ich richtig klasse, gerade jetzt für Valentin mit ja, den Herzchen hier. Auch, dass die so ein bisschen gebogen und geschwungen sind, dann ist das nicht immer alles so geradlinig. Finde ich richtig gut. Die Schleifchen-Variante und die Zickzack-Variante, richtig cool. Auch hier die Sternchen für Babykarten, aber auch für Alben, richtig klasse. Und die letzte hier mit den Bläschen und auch wieder diese schöne geschwungene. Richtig cool, das Ganze habe ich zweimal mitgenommen. Einmal wandert in meine Facebook-Gruppe, also wer da Interesse hat, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Diese LED-Lichterkette für den Außenbereich, 10 Lämpchen auf 4,5 Meter mit einem kleinen Batteriefach, das Ganze in warm weiß. Die sehen so aus. Plaste finde ich in der Form jetzt gar nicht schlecht, wenn man sich das Ganze in den Baum hängt, dann doch vielleicht mit dem Wind ein bisschen Schwierigkeiten hat, dann würde jedes Glas kaputt gehen. Also von daher, ja, Plaste-Variante. Und hier ist das kleine Batteriefach. Sieht recht robust aus. Auch ja, ob das nur wasserabweisend ist, kann ich in der Form nicht sagen. Aber Outdoor ja, sollte eigentlich wasserabweisend oder wassergeschützt sein. Gekostet hat diese Lichterkette 7,95 Euro. Das war es jetzt auch erstmal mit meinem Action Haul. Jetzt möchte ich euch noch ganz gerne zeigen, was ich bei Stampin' Up gekauft habe. Da habe ich mir mit Liebe angehängt ausgesucht und die passende Handstanze dazu. Das Stanzelement hat nachher eine Größe von 5,5 x 5,5 cm. Auch den Stempel hier finde ich richtig klasse mit dieser schönen gebogenen Linie hier. Die Blätter und die Blume, wenn man die als zweiten Abdruck Hintergrund hier für den Hauptstempel verwendet, hat man dann gleich sein eigenes Designpapier kreiert und kann sich das Ganze so ein bisschen farblich zu seiner Verpackung dann angleichen. Das Stempelset hier und ich habe mir Stars und Sternchen ausgesucht. Dieses Stempelset finde ich richtig klasse, da ich die Stanzen von Weihnachten, diese Sternchenstanzen noch mal nutzen kann. Finde ich jetzt richtig gut, dass es auch mehrere Stempelsets zu den Stanzen gibt und man nicht jedes Mal immer wieder neue Stanzen kaufen muss. Und einen Artikel aus der Celebration habe ich noch gratis dazu bekommen. Es ist einmal blumige Überraschung, den gibt es ab einem Bestellwert von 60 Euro dazu. Und die passende Handstanze, hier kann man die ganzen Blumen dann richtig schön mit ausstanzen, gibt es ab einem Bestellwert von 120 Euro gratis dazu. So ihr Lieben, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs lange Zuschauen. Ich freue mich, dass das alles so gut geklappt hat. Ich freue mich jetzt auch wieder auf die Bastelzeit. Ich bedanke mich bei euch fürs lange Zuschauen. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und sage Tschüss. Bis dahin.